Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Minecraft. Mein Name ist Tommy und dabei ist auch der Alex. Ja, hallo Leute. Ich bin Alex und wir werden heute möglichst schnell Diamanten finden. Das ist unsere heutige kleine Aufgabe bzw. Challenge. Genau, und das werden wir alles jetzt machen. Alex wird jetzt zuerst die Sachen craften, die man dazu braucht. Wer nicht weiß, was craften heißt, craften heißt Sachen zusammenstellen mit Sachen, die man sich erfarmt hat, Sachen, die man selber bekommt. Jetzt hat Alex zum Beispiel einen Baum gefällt mit seiner Hand. Es ist natürlich unvorstellbar, aber trotzdem, so ist es in Minecraft. So fängt man an, einen Baum abzubauen. Und mit diesen Sachen, die man dann mit dem Baum abbaut, kriegt man Holz. Und dem Holz kann man sich dann immer weiter bauen und craften. Und ja, das ist halt das Ziel in Minecraft. Es gibt auch viele Erfolge und sonstiges. Wir sind gerade im Überlebensmodus. Es gibt noch den Modus Kreativ. Und Kreativ kann man Sachen bauen und da hat man alle Items schon im Inventar. Und ja, dann gibt es noch einen Hardcore-Modus. Wenn man dort einmal verliert, dann ist die Welt sofort gelöscht. Und jetzt sehen wir gerade, was Alex macht. Alex hat sich gerade eine Spitzhacke gecraftet, eine Holzspitzhacke. Mit der wird er sich jetzt Stein abbauen, um eine Steinspitzhacke zu machen. Und Steinspitzhacken sind deutlich besser als Holzspitzhacken und die brauchen wir zum Abbauen der Blöcke. Und Diamanten kann man halt nur mit einer Eisenspitzhacke abbauen. Und da unten sehe ich direkt schon Eisen. Das kannst du gleich direkt schon abbauen. Ja, können wir gleich mal machen. Oder wollen wir es auf dem Weg machen? Wir machen es auf dem Weg, damit es ein bisschen spannender bleibt. Ja. So, das reicht schon? Nee, noch nicht? Nee, noch nicht. Wir brauchen noch vier. Und dann macht er mir zwei Spitzhacken und einen Ofen. Mit dem Ofen kann ich dann das Eisen, was ich mir abgebaut habe, braten, weil am Anfang wird es immer nur Eisenerz sein und später wird es dann auch Eisenbarren sein. Mit den Eisenbarren können wir uns dann verschiedene Sachen zusammenstellen und das, was Alex gerade macht, er ist im Handwerk. Und im Handwerk kann man sich halt, wie gesagt, mehrere Sachen zusammenstellen. Und ja, unser Thema ist heute, wie schon erzählt, Diamanten finden in wenigen Minuten. Und ja, ich werde mich gleich direkt runterbauen. Jetzt tauschen wir die Plätze kurz. Und ich übergebe an Tommy. Genau. Und jetzt werde ich runterbauen. Also ich bin jetzt da. Und ja, ich werde jetzt mich runterbauen. Und das, was wir jetzt gerade sehen, das ist Erde. Das kann ich noch mit der Hand abbauen oder mit der Hand abbauen hier. Und ja. Ich würde sagen, Alex, du kannst ein paar Informationen zum Spiel sagen. Und ja, damit die Zuschauer wissen, worum es in dem Spiel geht und sonstiges. Ja, also, das Spiel ist von Mojang entwickelt worden. Es ist ab 6 Jahren, wurde 2009 veröffentlicht für den PC. Das Spiel kostet 20 Euro und wurde später natürlich auch für die PS3, also PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One veröffentlicht. Genau. Und übrigens noch kurz dazwischen, ich habe hier gerade Eisen bekommen, also das sind Eisenerz und das kann ich jetzt braten im Ofen. Jetzt packe ich jetzt meine Eisenerze da rein und brate das mit Holz, weil ich jetzt keine Kohle habe. Mit Kohle wäre das deutlich schneller, aber Kohle kriegt man halt nicht direkt am Anfang. Und damit werde ich gleich mit meiner Werkbank, die ich hier habe, eine Spitzhacke machen, damit ich gleich auch noch Diamanten und Gold und sonstiges abbauen kann. Weiteres werde ich noch erklären, die Blöcke und so. Das werde ich alles noch zeigen, wenn wir welche finden. Und ja, kannst du weitererzählen, Alex? Ja, das Letzte, was ich euch erzähle, ist der Genre. Und das ist ein Open-World-Spiel, beziehungsweise auch ein Rollenspiel. Man kann es auch natürlich zusammenspielen auf Servern. Davon gibt es sehr viele. Aber einen Server zu besitzen, kostet. Genau. Bei dem Spiel kann man auch mehrere Texturen-Packs machen. Ein Ressourcen-Pack ist einfach, dass die Welt ein bisschen anders aussieht. Das nennt man auf Englisch Texture Pack. Und ja, jetzt gerade sind wir im Default. Das kann ich auch zeigen. Hier sind die Einstellungen und das ist Default. Und ja, damit spielen wir gerade. Und im Internet kann man sich gratis Texture Pack installieren. Und ja, hier ist noch mehr Eisen, aber wir müssen uns runterbauen. Wir sind schon bei 4 Minuten. Und auf Höhe 11 sind die Diamanten oft. Meistens. Auf Höhe 11 und 12. Das ist eine Angabe und ich vertraue jetzt mal der Angabe. Und ja, das seht ihr, auf welcher Höhe wir sind. Und zwar da, wo unten, da wo in der Mitte XYZ steht, bei der Anzeige links. Da seht ihr, in der Mitte steht jetzt dann 28. Und das ist jetzt unsere jetzige Höhe.
Das, was ich jetzt gerade baue, ist Kohle. Und mit dieser Kohle kann ich mir gleich Fackeln machen oder braten oder sonstiges. Aber ich nehme jetzt nur ein paar mit, damit ich mir gleich Fackeln machen kann. Jetzt zeige ich euch, wie das geht. Hier unten habt ihr einen Stock und oben packt ihr dann die Kohle rein. Dann habt ihr eine Fackel. Also 16 Fackeln insgesamt. Noch einmal kurze Info zu dem Handwerk im Inventar. Es ist deutlich kleiner als das Handwerk mit der Werkbank. Genau, das ist dieses Vier-Kästchen-Feld und hier aus diesem anderen Kästchen kommt es halt raus. Und ja, so sieht das aus. Und das Handwerk sieht so aus, habt ihr ja schon gesehen. Das ist 3x3 und ja, da kommt das auch hier hinten raus. Und das ist halt praktischer, aber wenn man ganz am Anfang nichts hat, dann muss man dort craften. Im Inventar. Aber wir bauen uns jetzt mal nach unten. Wir sind schon auf Höhe 16 und sind vielleicht bei Höhe 11. Genau, jetzt sind wir bei Höhe 11. Und ja, ich würde sagen, wir bauen uns einfach so in die Seite rein, um einen Diamant zu finden. Das ist natürlich toll, wenn wir jetzt einen Diamant finden. Und ich baue mich einfach mal hier rein, weil hier scheint leer zu sein, oder? Genau, sind wir zusammen. Ja, ne? Ja. Okay, gut. Dann bauen wir uns jetzt hier rein. Und das hier ist Lapis Lazuli. Mit Lapis Lazuli kann man Ledersachen blau färben. Das sieht so aus. Und wenn ich zum Beispiel eine Lederrüstung habe, kann ich dann damit kann ich sie damit färben. Ja, das kann man natürlich auch mit anderen Farben machen. Mit Lapis Lazuli geht es nur in Blau. Natürlich gibt es auch zum Beispiel gibt es verschiedenfarbige Schafe. Da kann man Wolle auch bekommen. Also es gibt auch viele Farben in dem Spiel. Genau. Und das, was ich jetzt gerade bekommen habe, das nennt sich Redstone. Und willst du das mal vielleicht erklären? Ja, Redstone benutzt man in Minecraft, um Maschinen zu bauen, beziehungsweise benutzt man eigentlich nicht im Überlebensmodus, bringt nur Erfahrungspunkte, seht ihr unter den Herzen. Und das, was ich gerade gebaut habe, das ist so wie eine kleine Stromlinie, das leitet halt andere Sachen, die damit verbunden sind, und dann kann man halt Sachen leiten. Und das, was ich jetzt gerade habe, ist Kies, und damit kriege ich manchmal Feuersteine, aber manchmal auch ganz normalen Kies. Bis jetzt habe ich ein bisschen Kies bekommen und nichts Besonderes, und ja. Das bin natürlich ich jetzt, mein Charakter. Und ja, das ist wieder Lapis Lazuli. Das brauchen wir aber nicht jetzt, sondern unser Ziel ist, Diamanten zu finden. Und ich schätze, wir schaffen es nicht mehr in der Zeit. Oder doch, wir haben Diamanten gefunden. Genau da, wenn ich das sage, finden wir Diamanten. Das ist natürlich toll. Ich finde man auch nicht alle Tage. Und das sind jetzt Diamanten. Ich kann euch noch mal ein paar Optionen zeigen, was man alles mit Diamanten machen kann. Und zwar braucht man dafür ein Crafting Table. Und damit könnte ich mir zum Beispiel Diamantenschuhe machen. Die macht man halt so mit zwei Diamanten übereinander. So sieht Diamantenstiefel aus. Dann könnte ich ein Diamantenschwert machen. Ich zeige euch auch mal, wie das aussieht. Moment, dafür brauche ich Stöcker. Ja, kurze Info am Rande. Die Diamanten sind eigentlich seltener. Wir haben jetzt nur sehr viel Glück gehabt. Genau. Und ja, Diamantenschwert haben wir jetzt hier. Und da können wir auch eine Diamantenspitzhacke machen. Oder eine Diamantenschaufel. Es ist alles möglich. Hier ist dann eine Spitzhacke. Sieht halt alles bläulich aus. Genau. Ja, und wenn es euch gefallen hat, da sind jetzt die Sachen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Wir würden uns über eine gute Bewertung freuen. Und ja, von mir war es erstmal. Was willst du noch was sagen, Alex? Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.